oder die ich momentan online leite. Eigentlich wollte ich die Runde selbst aufnehmen, hatte viele coole Ideen, habe aber festgestellt, das klappt nicht, weil ich ein paar Sachen bei der Aufnahme verkackt habe, weil die Tonqualität nicht gestimmt hat, etc. pp. Verschiedene Dinge nicht zusammengepasst, dass ich am Ende entschieden habe, okay, das lasse ich lieber, das Ergebnis, damit bin ich nicht zufrieden, aber werde die Runde halt trotzdem weiter spielen, weil das halt das Hauptziel war. Ich meine, okay, was kannst du da zumindest machen, um halt trotzdem noch coole Sachen daraus zu schaffen? Und dann entschieden, hey, ich kann ja ein bisschen darüber reden, wie ich die Kampagne gestalte und warum. Und wie ich da Sachen mache als Spielleiter, weil es gibt sicher den einen oder anderen, den das interessiert. Wir sind hier aktuell zwischen Spiel 1 und Spiel 2. Wie gesagt, Spiel 1 wollte ich ja halt eigentlich aufnehmen, hat eigentlich geklappt. Dementsprechend war das aber alles abgespielt. Sonst hätte ich vielleicht auch quasi die Vorbereitung vorher noch gezeigt, aber das kann ich jetzt mal so ein bisschen darauf eingehen, zu erklären, was die Spieler wissen und was passiert ist. Und auch ein bisschen darauf eingehen, was ich schon in Vorbereitung für den nächsten Spielabend gemacht habe, der findet nämlich heute statt, und was da noch so ein bisschen reinkommt. Generell zum gesamten Aufbau, wir spielen in England, in den United Kingdoms. Ich habe mir da vorher hier, also ich habe, wir spielen in Roll20, dann kann ich nämlich auch so ein paar Sachen dafür zeigen, wie ich das verwende und was ich da für Ideen habe. Und als allererste Ansicht, auf die die Spieler normal verlangen, wenn sie ins Spiel kommen, ist halt hier London, nicht London, England. Kann ich die Spieler auch einfach mal wieder hinschieben, denn zuletzt waren sie nicht dort. Dann beginnen wir den Spielabend aber wieder da. Man hat einfach eine Übersichtskarte von England, damit ich den Spieler grob sagen kann, hey, hier, ihr seid jetzt da. So, zum Beispiel, und für mich war recht klar, recht viel wird in London spielen, weil London einfach eine Stadt ist, die super viel hergibt, wo ich auch ein paar Romane gelesen habe, die da spielen, sodass ich jetzt so ein bisschen was an Wissen über London habe, was, wo man halt genug Wissen hat, dass man da coole Dinge beschreiben kann, dass da was passieren kann. Gleichzeitig hat London, hat England den großen Vorteil von, es gibt da noch einen andere Orte, die nah dran sind, wo man schnell hin kann. Und gleichzeitig ist es ein bisschen bewaldet, aber auch jetzt nicht super viel. Das heißt, es ist jetzt keine typisches, hier leben Werwölfe im Überfluss in der Natur, wie man das in Nordamerika hat. Aber, es ist schon ein Ort, wo viele Werwölfe herkommen. Wir haben hier daneben Irland, wo halt die Fianna in großer Menge herkommen. Wir haben hier drüber Schottland, wo halt ein Teil der Gate of Fenris herkommen. Was man sagen kann, England ist eigentlich ja schon ein Punkt, der halt durchaus für die Werwölfe aktiv ist, wo früher auch Werwölfe hier aktiv waren, wo halt irgendwie Silberfänge sich in den englischen Adel mit beschäftigt haben und Schattenlords und so, so okay ist. Es finden prinzipiell auch andere WoD-Sachen mit parallel statt. Ich werde da andere Werwesen auch verwenden, aber auch andere übernatürliche Sachen, werde aber nicht den Lore daraus komplett verwenden im Sinne von historischen Dingen, die passieren. Also natürlich, es gibt die klassische Camarilla, es gibt die Camarilla-Clans, etc. Aber es gibt nicht wie in Vampire, diese ganzen Vampire sitzen hier, weil da das klassische WoD-Problem ist von, jedes funktioniert eigenständig, hat aber damit so viel Inhalt, dass es der Rest eigentlich dann nicht parallel funktioniert. Zum Beispiel wird es halt Mithras als großen Herrscher über London hier nicht geben, weil in dem Konzept würde es halt dafür sorgen, dass London super Vampir überlagert ist und es für Werwölfe entsprechend ein Ort ist, wo man halt kaum rein kann. Oder wo man wenig machen kann. Ich möchte halt schon, dass die Werwölfe im Fokuspunkt stehen, deswegen habe ich die Sachen halt alle ein bisschen kleiner gestaltet. Als weitere Location wichtig ist Oxford. Da haben wir hier auch eine kleine Map, das ist auch einfach ein Google Maps Ausschnitt, den ich mir hier reingepackt habe, von Oxford, wo wir sagen, hier in dem Port Meadows in Oxford ist eine Septe eingebaut, die Sept of the Dreaming Spires. Das ist halt einfach ein einer der Handouts, die ich mir hier vorbereitet habe. Wir gehen natürlich noch ein paar andere Sachen ein, aber erstmal so das als der Anknüpfpunkt, wo die Spieler am Anfang angefangen sind, auch wenn recht früh klar war, sie reisen von da weg, aber das ist halt so, da hat man halt eine Sept in erreichbarer Nähe, aber nicht in London. Das war mir persönlich recht wichtig, weil wenn halt eine Septe da ist, hat man halt super viel Spiel in der Septe und mit der Septe und Interaktion damit. Und ich wollte halt schon den Spielern die Möglichkeit geben zu sagen, hier ist ein London vor euch, da gibt es Werwölfe, aber es gibt die halt nicht als komplett zusammenlebende große Septe dort. Einfach damit das halt mehr eine Spielwiese ist, wo sie Dinge tun können, wo wir Plot stattfinden lassen können, ohne dass es halt alles mit der Septe abgeregelt werden muss und jede Situation eigentlich dazu führt, dass Leute zurück zur Septe rennen und sich denken, oh nein, wir werden angegriffen, wir müssen was tun. Ergo Folge war halt so der Gedankengang von, wir packen das nach Oxford, das ist 80 Kilometer von London entfernt, damit hat man halt Distanz dazwischen, aber noch genug Nähe, dass man dort interagieren kann. Und da habe ich halt einfach eine Vorbereitung, und neben dem, was es hier gibt, gibt es übrigens ungefähr so viel an Vorbereitung, was Ideen waren, die ich mir dann zuvor aufgeschrieben habe, ein paar Sachen, die ich mir halt ausgesucht habe. Alles andere habe ich hier an Notizen drin. Also für Leute, die da fragen von, hey Nils, was ist mit deinen ganzen Notizen, die du dazu hast? Das ist alles hier. Das sind diese Liste an Dingen ist das, was ich an Notizen habe, um die Runde zu leiten. Und das ist halt auch was ich hier durchaus mit vorstellen will, wie ich an sowas herangehe. In dem Fall hier
habe ich einfach eine Liste erstellt an Leuten, die es in dieser Septe gibt, mit Rang, Name und Vorzeichen und Stamm. Ich arbeite nicht zu so viel mit Rängen hier drin, einfach weil ich mit voller Absicht, weil ich es nicht will, dass ich dir, dass die ich mit den Spielern mal durchgehen muss, wie viel Ruf sie sich erarbeitet haben, und entweder ist es total überproportional und passt nicht zu dem Verhältnis von Status, den sie eigentlich haben, oder es geht total unter. Dementsprechend ist mein Gedankengang eher zu sagen, wir spielen halt auch noch nicht die Zahl dahinter aus, sondern wir spielen halt immer so den Status und den Stand, den jemand hat, aus. Was halt in der Septe vor allen Dingen darüber passiert, dass Leute einen Titel haben und dann müssen sie halt entsprechend respektvoll behandelt werden, und dann können die Spieler halt das mehr Spiel daraus ziehen, als zu sagen, aber nach Garou-Gerecht müsste meine Entscheidung jetzt mehr wert sein als seine, weil ich im Rang über ihn stehe. Das halt meh. Dementsprechend habe ich da halt einfach den Rang rausgelassen. Und es gibt hier jetzt halt so, ja genau, Sept of the Dreaming Spires ist angelehnt an eine Bezeichnung, die Oxford hat, nämlich City of the Dreaming Spires, was die Dachgipfel dort bezeichnet, die dort von wie die aussehen, das von einer Spitze an mir hat. Also dachte ich mir, okay, nehme ich das einfach für die Septe, weil bietet sich ja an. Und dann habe ich halt einfach mal ein paar Charaktere reingepackt, die ich von der passend finde, und habe mir natürlich in meinem Kopf immer so ein bisschen Hintergedanken dazu, habe das mal versucht, so flexibel wie möglich zu halten, sodass, wenn halt irgendwann jemand feststellt, hey, ist bei dem das und das vielleicht so und so, ich einfach sagen kann, ja. Oder nein, weil ich es halt nicht passend finde. Der Älteste der Septe und damit auch der Anführer ist ein Glaswanderphyrodox. Das fand ich halt als Idee ganz cool, weil, naja, Glaswander sind halt schon sehr modern und ge sind sehr, sehr, sehr offen, was Technik und Stadt angeht, was dann halt einfach dafür sorgt, dass den Spielern viel erlaubt wird. Und er hat dann auch noch den passenden Werwolfnamen, geht mit der Zeit, was halt einfach dafür sorgt, dass der sehr viel machen lässt. Oder die Gedanken, dass das halt nicht ein Ältester ist, der steht da und sagt, ihr müsst die Traditionen wahren, die Litanei ist absolutes Gesetz, sondern natürlich ist die Litanei das absolute Gesetz, aber Verwendung von Technik, ja, macht das ruhig. Wenn ihr meint, ihr wollt da so reingehen, das zu tun, go for it. Einfach um den Spieler nicht zu viel, wie spielt ihr Werwolf, aufzuzwingen. Natürlich gibt es noch ein paar weitere Sachen, die da reinwirken. Es muss einen Schildmeister geben, jemand, der für die Verteidigung zuständig ist. Da habe ich halt einen Fianer genommen, der aus Irland kommt, weil sich das halt als kampfstarke Sache durchaus anbietet, und dann auch ein Arun zu nehmen. The Shield, was halt schon ein bisschen implizieren soll, dass es halt jemand, der halt eher auf Verteidigung achtet, der halt auf die Verteidigung der Septe achtet. Und ein klassischer irischer Name wie O'Neill. Und Eric hat tatsächlich auch einen durchaus gängiger irischer Name. Während wir bei dem Ältesten einen Oakheart mit drin haben, was halt durchaus ein bisschen britischer gesehen werden kann, sodass man das halt, wenn Leute also den Zwist Irland-Britannien mitbespielen wollen, man da halt recht leicht was draus machen kann. Eine Wahrheitsfängerin, nochmal eine Philodox von den Silberfängen, die Wahrheitsfänger halt vor allem dazu stehen, ein bisschen so Rechtsuntersuchungen im Sinne von Anwalt und Staatsanwalt, sodass halt, also jemand ist, der dann Sachen nachschnüffelt, da kriegt man halt den Silberfang noch mit rein mit, ist damit wichtig und kümmert sich um Sachen, muss aber nicht der Anführer sein. Meisterin des Ritus ist eine Theurgin, weil so bietet sich dafür an, da haben wir ein Kind Gaias genommen, was halt dafür sorgt, dass sie recht friedlich ist. Hat den Spitznamen Janan oder Janana. Janana würde ich gleich aussprechen. Das ist eine Art von Yoga. Da habe ich mir das hergezogen. Es gibt vier große Bewegungen in Yoga, und das war eine. Boah, ich habe das mir davor durchgelesen und dann nicht mehr genau damit beschäftigt, weil ich es bisher nicht brauchte. Kann es halt recht schnell in Google reinhauen und dafür sorgen, dass ich die Seite wieder finde. Wenn die Spieler irgendwelche Fragen dazu haben, kann ich dir was dazu erzählen. Aber das bezieht sich auf eine Art von Yoga, die sehr körperbezogen und sehr lebenspositiv ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Einfach weil das hat mal so kleine Easter Eggs mit drin, sodass Leute diesen Namen halt irgendwann darin was wiederfinden können und erkennen können und Spaß daran haben können, das zu suchen, wenn sie Bock drauf haben. Ein Hüter des Landes, also jemand, der so ein bisschen für die Location zuständig ist, da habe ich einen Knochenbeißer reingesetzt, der auch netterweise den Namen Hausmeister McLay hat. Der ist halt dafür zuständig, dass alles heil ist. Passt ganz gut, weil wir davon schon vorwussten, eine Spielerin wird einen Ragabash spielen. Ein Wächter von den Fianern, der nochmal ein bisschen als Kampfkopf zur Verfügung steht. Für die Hüterin habe ich eine Blutsgeschwister-Person reingesetzt, einfach weil es auch cool ist, ein bisschen Blutsgeschwister in Ämter mit reinzubekommen, finde ich, weil die halt sonst häufig untergehen, und das ist einfach so ein bisschen von, okay, es gibt sie auch noch. Und dann halt einfach noch ein paar weitere, die ich dachte, was halt so ein paar Stämme damit vertreten sind, eine schwarze Furie, Nachfahren Fenris, weil ich auch davon ausgehe, dass sowas muss in England einfach ist da häufig mit drin, weil kommen halt aus Schottland und Skandinavien das mit rein. Und noch zwei weitere Glaswandler einfach, um dafür zu sorgen, dass es halt noch so ein bisschen das ist halt schon eine Glaswandler-geprägte Sache. Koax als Spitzname angelehnt an das Koaxialkabel, einfach ein paar Gimmicks mit drin hat. Und es gibt hier noch zwei Blutsgeschwister, die habe nicht ich mir überlegt, sondern da habe ich zwei der Spieler, als wir haben halt angefangen mit Charakterschaffung. So etwas zieht sich, aber
kann man online halt eigentlich recht gut machen. Die Charakterbögen hier drin für Werwolf sind auch echt gut. Und die beiden, die zuerst fertig waren, denen habe ich eine extra Aufgabe gegeben, die durften dann Gluts Geschwister erfinden, was halt gleich plotrelevant wird. Das war halt Oxford, wo wir angefangen haben. Und darauf haben sie sich ihre Charaktere gebaut. Die oberste Charakterin, die jetzt zu sehen ist, kommt dieses Mal neu dazu beim Spielabend 2. Das wird eine Utena Ragabash, die aus Amerika kommt. Und ich werde gleich ein bisschen darauf, an einem späteren Punkt noch darauf eingehen, wie sie der Gruppe hinzufügt. Aktuell, bis dahin besteht die Gruppe aus 4 Leuten. Das ist eine Theurgin der Sternenträumer, die aus so einem buddhistischen Hintergrund hat. Kommt zwar aus England, sieht er doch recht typisch westlich aus, läuft aber in einer buddhistischen Gewandung rum und ist halt ein sehr spiritueller Charakter, was sich halt für Theurgen und für Sternenträume halt echt anbietet, das damit reinzunehmen. Dann haben wir den momentan Alpha der Runde, Rotohren, den Fianna Galliard, der als einziger Lupus geboren ist. Da kam der Spieler, hat er durchaus Bock daran, quasi so ein bisschen dieses. Mein Charakter hat halt extra den, wenn ich es nicht auf dem Schub, den Vorteil neugierig genommen, hat aber halt auch den Nachteil, dass er halt als Wolfsgeborener viele Sachen nicht kennt oder halt auch Menschen ein bisschen skeptisch ist, hat aber Bock damit zu spielen und ist momentan Alpha des Rules. Das haben wir am Anfang tatsächlich ausgewürfelt durch so ein paar Wettstandwürfelwürfe, um einfach zu klären, wer das Kommando hat. Da hat er gewonnen, bin ich ganz froh drüber, weil Galliard ist eigentlich eine ganz solide Wahl dafür und Fianna ist halt auch prinzipiell durchaus weltoffen genug, dass man sagen kann, damit kann man arbeiten. Dann haben wir eine Knochenbeißerin Philodox, die so ein bisschen auf dieses ich kann überall überleben und komme mit jedem Scheiß klar ausgelegt ist. Halt so ein Straßenkind-mäßig, super cool. Und passt halt auch, hat er dann wiederum Anknüpfpunkte von kann mit dem Knochenmeister in Oxford spielen, so da gibt es halt genug Überschneidungen. Und zu guter Letzt haben wir einen Nachfahren der Fenris Arun. Das wäre der andere, der dann auch, also die Knochenbeißer natürlich auch mitgemacht, da weiß ich darum zu würfeln, ob sie die Alpha wird, weil das wäre halt witzig, auch wenn kein anderer Werwolf das hinnehmen kann, aber es wäre halt witzig. Der andere wäre halt noch der Get of Fenris Arun gewesen, da bin ich ganz froh, dass der nicht der Alpha geworden ist, weil wenn man sich hier einmal auf die Werte drauf guckt, der hat halt massig Zorn und nicht so viel Willenskraft und kein Gnosis, weil braucht er halt für das meiste, was er auch noch nicht. Das hat halt leider den Effekt, dass der Typ sich, der eskaliert halt. Der hat, in Werwolf ist es halt so, wenn man muss halt auf Zorn würfeln, wenn man beleidigt wird oder wenn dann Sachen passieren. Und wenn man da bestimmt viel Erfolge hat, dann eskaliert man. Und wenn man noch mehr Erfolge hat, eskaliert man hart. Und wenn man mehr Zorn als Willenskraft hat, merkt jeder Mensch einem halt automatisch an, dass man geladen ist, dass man konstant gereizt ist, dass man so richtig aggressiv ist. So dieses, wenn man irgendwie in eine Disco geht und dann sieht man da halt schon 3 Typen stehen in der Bar, die sich gerade eingekippt haben, die halt richtig breite Brecher sind, bei denen man halt schon einfach so dieses Feeling bekommt, von die sind halt heute Abend hier, um mir auf die Schnauze zu hauen. Und das strahlt er halt durchgehend aus. Wenn er morgens aufwacht, dann hat er diese Stimmung. Wenn man Glück hat und er hat irgendwie einen harten Kampf hat und viel Zorn verbraucht hat, dann wirkt er mal abreagiert. Wenn dann eine Vollmondphase ist, kriegt der Rune halt jeden Morgen seinen vollen Zorn zurück. Das heißt, wer auch immer den morgens wecken muss, hat halt die Arschkarte, weil der ist halt geladen. Das ist halt nicht cool. Dementsprechend wird der Spieler da halt sicherlich noch häufig Leuten auf die Fresse hauen müssen. Ansonsten auch jemand, der viel auf ein bisschen Naturbezug geht, zum Beispiel auch nur Fleischfresser als Jagd, aber gleichzeitig auch viel, was er reingekommen hat, Rudelmentalität, was dafür sorgt, dass er viel Fokus auf seinen Rudel legt, er kein Alleingänger ist, sondern halt schon da diese Gewohnheit hat von, ich arbeite mit meinem Rudel zusammen und mein Rudel ist mir wichtig und das, ich würde durch die Hölle gehen für die, was der Charakter halt wieder ein gewisses Maß an Tragbarkeit für die Gruppe gibt, wenn man sagen kann, okay, hier, du bist ein eskalatives Monster, aber du arbeitest halt mit uns zusammen. So, du machst Dinge für uns. Du stellst auch dein Ego mal hinten an, also dein IT-Ego hinten an, um für die Gruppe was zu tun. Was halt dafür sorgt, dass er spielbar bleibt. Ansonsten sieht man hier übrigens, der Charakterbogen hat echt gut aufgebaut. Man kriegt hier unten zum Beispiel die ganzen Kampfsachen echt gut vorbereitet. Also den Bogen für Werwolf, traumhaft, macht super viel, echt einfach. Aber ja, so viel zu den Charakteren. Und dann hinzu kommt eine Utena Ragabash, die kommt aus so einem amerikanischen Hintergrund und wird hat da so ein bisschen diesen Zwist von Indianerabstammung, wurde aber adoptiert und in einer weißen Familie aufgewachsen, hat dadurch Geld und sowas in der Hinterhand, ist dann irgendwann zu ihrem Stamm zurück und hat dann mit Hilfe von Coyote, was halt deswegen relevant wird, weil das Rudel hat sich als den Tod ausgesucht, hat sie entschieden, sie nehmen Coyote, weil Coyote fordert nichts und gibt coole Boni.
Und Coyote gibt mir halt die ultimative Waffe in die Hand. Ich liebe Coyote, das ist mein absolutes Lieblingstotem in Werwolf und auch die Werkojoten, meine absolute Lieblingswehrart. Ich mag einfach deren Art von, wir lachen über alles und sorgen dafür, dass es für die Leute besser wird und bringen ihnen Dinge bei und kümmern uns und sind dabei aber echt echte Assis. Halt, ich mag die super gerne. Absolut meine Lieblinge. Was halt dafür einen super Ansatzpunkt für mich gibt, mit Coyote Dinge zu machen, weil ich das Zeug weiß. Und die neu hinzukommende hat halt damals mit Hilfe von Coyote, der hat sich halt aus irgendwelchen Gründen sie ausgesucht und hat ihr dabei geholfen, sich an ihrer Familie zu rächen und einen Power, ich hätte es fast gerade Power genannt, ihre Familie war im Fracking-Bereich aktiv und hat da Sachen gemacht und sie hat das genutzt, um mit Coyote, um das quasi hochgehen zu lassen und damit ihrem Indianerstamm, bei dem sie aufgewachsen, dann zurückgefunden hat dahin, super viel zu helfen und gleichzeitig ihrer alten Familie zu schaden, um damit halt ihren Kampf daran darzustellen. Die Details davon sind jetzt noch nicht zu 100% so in Stein gemeißelt, wie ich die gerade darstelle, einfach weil die Spielerin das der Gruppe noch nicht vorgestellt hat, sondern mir dazu Dinge erzählt hat und ich A, nicht alles davon aus, was ich im Kopf habe, B, der entscheidende Teil ist, wie sie es hin was sie hinter der Gruppe erzählt. Das heißt, Details von dem, was ich gerade erzählt habe, mögen noch variieren. Da will ich ihr auch nicht vorschreiben, wie das aussehen muss, aber so dieses grobe Konzept von, da gibt es diesen Twist und im Endeffekt hat sie von Coyote Hilfe bekommen und als Gegenleistung dafür fordert Coyote irgendwann mal was ein und das wird halt jetzt passieren. Dementsprechend wird sie mit einem NSC zusammen nach London kommen, weil Coyote das denkt, die Gruppe braucht sie als Unterstützung. Der NSC dafür ist Lacht mit der Sonne. Nein, Lacht die Sonne an, so heißt er. Ist eine Novice aus südamerikanischer Abstammung und der lebt halt schon ein bisschen länger hier. Der kommt, ich muss gleich noch aufschreiben, aus welchem Coyote-Totem erfolgt. Und der ist hier, um halt die Technokratie und die Traditionsmagie und auch die Vampire hier zu untersuchen. Und mag halt generell nicht, dass es hier so ein Status quo ist, der so verfahren ist, dass sich nichts Neues mehr entwickelt, keine kreativen Ideen mehr kommen, Leute einfach nicht mehr neugierig sind, sondern sich hier so festgesetzt hat. Das will er so ein bisschen aufruckeln, das ist sein Antrieb hier. Gleichzeitig soll er aber halt für Coyote auch sie zu der Gruppe bringen, um dafür zu sorgen, dass das halt irgendwie ein bisschen vorankommt. Es gibt noch ein bisschen mehr in London und da kommen wir halt langsam auf die Plothooks. Und können nochmal zur London-Karte rübergehen. Wenn man ein bisschen reinzoomen muss. Ich habe hier so eine praktische Stadtbereichskarte gefunden, mit der man sehr cool arbeiten kann. Wenig überraschend sitzen die Werwölfe Londons im Hyde Park. Und hier nutze ich Roll 20 immer, um oben die Sachen reinzuschreiben, die die Spielercharaktere schon kennen und unten die, die ich halt insgesamt habe. Es gibt hier aktuell vier Werwölfe, da kommen vielleicht noch welche mit der Zeit dazu. Das ist das, was ich schon mal vorbereitet und erfunden habe, damit man was hat. Und wenn wir halt was brauchen, können wir halt immer noch was frei erfinden, wenn wir halt sagen, wir brauchen für die Spieler mehr. Aber die gibt es auf jeden Fall, den Silberfänger Rune, der Silbertänzer, der hier so ein bisschen momentan, denn es gibt ja keine offizielle Sept, aber der so ein bisschen den Anführerposten an sich nimmt und das halt Silberfänger einfach sagt, hier, ich Boss, Ahu. Dann gibt es einen Teurg, der Utena, tanzt in den Sternen. Einen Wendigo, Galliard und eine Ragabasheviana, wobei sie den Galliard davon und so nichts gehört, von denen haben sie schon mitbekommen. Und die alle haben den aktuellen, man hat so mehr oder weniger eine Status Quo-Situation mit der Camarilla akzeptiert, weil man weiß, wenn wir mit denen in den Krieg gehen, kriegen wir hart auf die Fresse, weil das sind halt schon mehr als wir. Und die sind halt, Vampire sind halt schon nicht ungefährlich. Sind halt Würmefall, ja, eigentlich müsste man sie vernichten, aber Vampire haben halt schon viel Stasis, in dem sie vorgehen drin und man kann halt mit ihnen durchaus umgehen und kann sich halt auf die größeren Probleme stürzen. Und da gibt es in London ein paar mehr insgesamt. Also haben sie da so ein bisschen Status gehalten von, okay, passiert jetzt nicht so viel. Dann gibt es in St. James die Camarilla, das ist dieses Zipfelchen hier, wo halt sonst auch Westminster drin ist und zwar so Westminster, der Politikdistrikt Londons geschätzt. So, auf jeden Fall handhabe ich es so, weil die Sachen da drin gut zu finden waren, wo es halt ein paar Vampire gibt, einen Ventruan, eine Taurian-Killer, die Seneschall ist, ein Sheriff, der Gangrel, eine Nosferatu, eine Malkavianerin und noch ein Ventru. Einfach so einen kleinen Bereich Vampire, dass man halt, es ist halt kein kompletter Vampire-Abend, das braucht man halt nicht bis zum Umfang alles dort, so ein bisschen was von denen. Und man hat halt quasi die Einigung, St. James's gehört der Camarilla, der Hyde Park gehört den Werwölfen, das geht keiner an und alles andere wird dann auf einer individuellen Ebene geklärt, wer wo ist. Da gibt es noch was relevant wird, Soho. Da gibt es nämlich das Piccadilly Institute, neben dem Piccadilly Circle und das gehört der Toreador. Da waren die Spieler letztes Mal auch schon drin.
generell vielleicht zu dem, was wir erlebt haben, sind halt hier angekommen, sind in den Hyde Park gereist, haben sich da erstmal mit den ersten Werwölfen kontaktiert, um es jetzt aufzuklären, denn die Story ist, die zwei Blutsgeschwister, die ich sie habe erfinden lassen, die sind verschwunden. Die sind vor 3 Tagen nach London, sollten eine Lieferung bei dem Silberfänger abholen, wollten dann vielleicht noch eine Nacht dann da bleiben, um irgendwie privat noch ein paar Leute zu treffen oder sowas. Das haben die Spieler noch nicht so genau untersucht, dementsprechend gehe ich da jetzt auch nicht. Also, da wissen sie halt noch nicht so viel drüber, aber im Endeffekt war die Aussage, sie wollen sich mit einer Cousine treffen. Oder das, was passiert ist, sie wollen sich mit einer Cousine treffen, davon wissen die Spieler aber noch nichts. Haben sich dann auf den Weg gemacht, haben halt darüber rausgefunden, dass die nach Soho sind, durchaus, um sich da doch umzugucken, und haben dann mit Spurensuchen herausgefunden, dass die halt in diesem Piccadilly Institute drin waren. Also die Theorien ist durchs Umbrauch ein bisschen rein, hat sich da Sachen angeguckt, um was herauszufinden, während die beiden Prügelknaben, nenne ich es jetzt lieber mal, also die, der Alpha und der Get of Fandos, sind halt irgendwann auf einen der Security los und haben halt gesagt, hier, wir wollen mit der Chefin sprechen, und haben das Gespräch auch bekommen, und die anderen beiden sind dann ein riesiges Büro und haben halt da diese Vampirin vor sitzen gehabt, konnten aber nicht feststellen, dass sie eine Vampirin ist, weil es ist halt wummernde Musik, du hast also einen fehlenden Herzschlag, hörst du nicht, der Duft, ja, ohne Gaben ist das halt nicht eindeutig, war also so ein, ja, aber so wie sie mit ihnen gesprochen hat, war es halt schon so ein, offensichtlich weiß sie was darüber, dass die Werwölfe sind, was sie halt erstmal ein bisschen Panik gemacht hat und so dieses Level hatte von, okay, wir müssen vorsichtig sein, und haben sich dann halt darüber, haben halt gesagt, auf, hier, wir suchen nach den und den und so, und die hat halt, haben aber, dann hat sie halt gesagt, so, ja, wollten halt gezielt, von wegen, können wir auf das Security-System zugreifen und da mal gucken, ob die hier gesehen wurde. Und sie hat gesagt, so, ja, also natürlich bietet die nicht an, den Werwölfen an, ihr dürft auf mein Security-System gucken, weil, ja, dumm, aber also sagst du, ja, ich kann für euch gucken, ich brauche nur ein Bild von denen. Und dann hatte ich festgestellt, okay, das Bild von denen hat halt die Ragabash auf ihrem Handy, das von einem von denen ein Bild, weil sie mit dem halt Background hat, die sich kennen. Und das war halt so, ja, die wird ein Foto von ihm haben, also haben sie gesagt, okay, wir brauchen unsere beiden Freundinnen noch. Die wurden also von der Security aus der Toilette abgeholt, wo die Tourgen gerade wieder, oder vor der Toilette abgeholt, wo die Tourgen gerade durch den Spiegel wieder zurückkam, nee, durch das Spiegel im Toilettenwasser wieder aus dem Umbra rauskam. Und die andere da auf sie gewartet hat in der Kabine, um sicherzustellen, dass niemand anders währenddessen in die Kabine geht und sie dann womöglicherweise gerade aus dem Wasser wieder rauskommt, wenn jemand auf der Toilette sitzt. Wäre halt uncool. Die beiden wurden also dazugeholt, haben ein Bild gezeigt. Die Vampirin hat ihnen freundlich was zu trinken angeboten und hat dann halt sich hinter die Kamera, in der Kameramonitor und sowas gesetzt, in einem recht großen Büro am anderen Ende hinter dem Schreibtisch, ein bisschen Abstand, und hat halt die Kameras untersucht, hat da Software drüber gejagt, um halt was rauszufinden. Weil, ja, Werwölfe wollen was von ihr, okay, aber bisher hat man halt so ein bisschen Status Quo mit den Werwölfen. Das heißt, sie ist halt durchaus bereit, denen was zu geben und zu sagen, hier, grüßt Silbertänzer von mir, und zu sagen, hier, ich arbeite mit euch, ich habe was gut bei euch. So ein klassisches Gefallenshandel-Ding von Vampiren. Indessen musste die Gruppe den Get of Fenris halt hart unter Kontrolle halten, weil dem hat das zu lange gedauert. Der hat Probleme gehabt, dass er nicht weiß, wer oder was sie ist. Und es halt, war halt kurz davor zu eskalieren, durch den Raum zu springen und sie in Stücke zu hacken, sodass der Rest der Gruppe sie immer wieder ruhig halten musste. Währenddessen hat die Rakabash die Einladung von man darf was trinken genutzt, hat sich zum Minibar gegangen und hat halt da Dinge ausprobiert. Hat sich dabei zum einen durchaus betrunken und zum anderen hat sie halt ich habe sie halt würfeln lassen mit einem W4 und bei einer 1 hat sie halt eine Flasche erwischt, die präpariert war mit dem Blut der Toreador, um halt Leute damit verführen zu können. Hat dann erstmal Glück gehabt und unter Zeit hat sie halt 1 erwischt und hat dann halt ein Blutsband reingedrückt bekommen und hat dann halt auch noch weiter, hat halt die Einladung von sie davon weiter auch noch ausgenutzt und so, und dann irgendwann kam die Toreadorin halt wieder zu denen zurück, hat denen ein paar Ausdrucke gezeigt, die Bilder gezeigt haben von der Kamera, wo die beiden, die sie suchen, halt gerade rausgetragen wurden, so im Arm gehalten von jeweils 2 Leuten. Das war vor 3 Tagen, glaube ich, ja. Das hat die Security halt erstmal angesehen, als, ja, Leute nehmen halt ihre betrunkenen Freunde nach Hause. Wirkt halt echt so echt harmlos. Oder halt so recht üblich in der Disco. Weil man wusste halt nicht, dass das Leute sind, die verschwunden sind, so. Hat denen halt die Ausdrucke rausgegeben, hat sich noch nett mit unterhalten, hat auch viel Augenmerk drauf gelegt, mit der Knochenmeißerin zu reden und nett mit der zu sein, weil sie hat gemerkt, die hat ihr Sachen getrunken, hat ihr angeboten, noch eine Flasche mitzunehmen, etc. Und hat halt im Endeffekt einen Präsenz 3 währenddessen noch auf sie gewirkt. Und da war halt der schön, okay, dann würfeln wir mal. Und Werwölfe sind halt für Präsenz und Beherrschung besonders anfällig. Und ich habe einfach begnadet gut gewürfelt. Das heißt, die hat jetzt ein Jahr lang ein P3 an der Backe und die Werwölfe und darf halt damit spielen, dass sie diese Vampirin halt echt gerne mag.
Und natürlich hat die Vampirin auch zugesehen, dass sie eine Flasche mitnimmt, die halt schon mit ihrem Blut präpariert war. Die Gruppe ist danach dann mit dem Wissen dann auch weiter noch mit den, hat dann noch geguckt auf den Kameras, aber es war halt nichts festzustellen, in was für Autos die gestiegen sind. Sodass sie da halt jetzt erstmal Infos haben, aber noch keinen konkreten Angriffspunkt von, wie sie da weitermachen. Und dann entschieden, okay, dann ist es jetzt auch echt spät, so locker 3, 4 Uhr oder sowas. Da machen sie jetzt einfach noch ein bisschen Party, weil sie sind ja schon angetrunken und fallen dann einfach ins Bett. Was dafür gesorgt hat, dass der Fianer nicht natürlich von dem mitgenommenen Alkohol auch noch was hat geben lassen und dementsprechend auch dieses Bootsband mit abbekommt, weil war halt eine präparierte Flasche. Die Theurgin und der Getter Fenris sind währenddessen beide vorsichtig geblieben, haben nichts davon getrunken, sondern haben die anderen beiden in der nächsten Bar eskalieren lassen und sich abreagieren lassen und haben zugesehen, dass die hinter ins Bett kommen. Ist ja halt auch wichtig und sinnvoll. Und davon nicht zu hängen, war insgesamt eine cool ausgespielte Szene, die sich halt gut aufgelöst hat, dass ein Teil der Gruppe halt durchaus Probleme mitbekommen hat, aber seien wir ehrlich, WoD hat halt Spaß daran, wenn Würfe schief gehen und man hinter im Dreck landet, ist halt das, was für das meiste coole Spiel sorgt. Ja, so viel dazu. Und dann jetzt vielleicht noch die Angriffspunkte, die es weitergehen wird und die Gründe dahinter. Da wird es nämlich in meinen, die Dinge, die mir dann Spaß hatten, ich habe halt mehrere Fraktionen darüber verteilt. Das eine sind dann schon die erwähnte Camarilla, wobei da jetzt nicht so viel drin steht, weil das St. James ist schon mit drin steht und die Werwolf-Nation, die es hier gibt, die Spieler auch kennen. Aber es gibt noch einige andere Fraktionen und da wird es halt cool. Wenig überraschend gibt es die Traditionsmagier, wobei da halt auch noch nicht so viel ausgaut, soll noch nicht viel mit zu tun hatten und ich mir einfach noch nicht viel dafür geplant habe, sondern das so ein bisschen offen halte von, da plane ich Dinge rein, wenn das Spiel ein bisschen vorangegangen ist und ich weiß, was wir halt noch für coole Dinge brauchen, um dafür zu sorgen, dass die Leute Spaß dran haben. Also das ist dieses zweite, dritte Welle Plot, die mit der Zeit dazukommt, die halt noch nicht voll zu 100% vorgeplant ist, weil das soll halt möglich sein, Sachen an die Spielercharaktere anzupassen und Storys zu schreiben, die für die Spieler dann cool sind. Und das, wenn ich das halt alles komplett vorher plane, ist das so, dementsprechend halte ich mir dann einfach offen, dass es da was gibt, was die Spieler aber einfach noch nicht kennen. Und kann man mal schauen. Dann gibt es halt die Technokratie, auch da ist noch nicht viel zu ausgeschrieben. Also die klassischen Technokratie-Sachen, die New World Order ist da, um alles unter Kontrolle zu halten. Es wird ein paar Forscher aus verschiedenen Bereichen geben, so steht aber auch noch nicht viel drin. Und dann gibt es halt ein paar individuellere Sachen. Es gibt den Orden des Sonnens, der Sonnenseite Gaias. Das ist eine Geheimorganisation, die so einer der zentrale Widersacher jetzt am Anfang ist, die zum Teil aus Blutsgeschwistern besteht, die verloren gegangen sind, und zum Teil aus Ghulen und auch aus ein paar anderen Dingen, so übernatürlich da drin, wobei keine der übernatürlichen Fraktionen selbst groß drin vertreten ist erstmal. Also es ist halt nicht ein Werwölfe gegen Vampire oder so, sondern es gibt halt so eine Fraktion, die aus diesen ganzen Henchmen besteht, die halt irgendwas gegen ihre Chefs machen wollen im Endeffekt. Technokratie hat da ein bisschen mit die Finger im Spiel, wobei das ist auch mehr so ein, die Technokratie hat halt, mischt in vielen organisatorischen Dingen halt mit, aber nicht koordiniert. Das war ja auch im Zweiten Weltkrieg, hat die auf mehreren Seiten mitgemischt und es gab in der Technokratie den Streit, ob welches System, ob Kapitalismus oder nach dem Zweiten Weltkrieg gab es halt den Streit, ob Kapitalismus oder Kommunismus und Planwirtschaft und was davon besser funktioniert. Da waren halt auf verschiedenen Seiten verschiedene Fraktionen der Technokratie vertreten und hier ist halt auch so ein, es gibt Vertreter, die Technokratie da drin mitwirken, aber der große Rattenschwanz der Technokratie kümmert sich jetzt nicht wirklich darum. Und der Orden selbst, also das ist so diese Angehensweise, glaubt halt, dass der Sinn des Lebens ist, mit sich selbst im Reinen zu sein, mit sich selbst glücklich zu sein. Und das beste Weg, das zu erreichen, ist, indem man selbst mächtig und erfolgreich wird. Und alles, was man sonst macht, ist halt ein Punkt, um darauf hinzuarbeiten. Also etwas wie Nächstenliebe oder Schutz der Natur macht man halt nicht aus einem Selbstzweck, sondern für einen selbst. Man schützt die Natur, weil dann man selbst mehr Möglichkeiten hat, sich in der Welt zu verwirklichen. Man ist nett zu seinen Mitmenschen, weil es einem einen Vorteil bringt. Also eigentlich ist es sehr selbstzentrierte, arrogante Sicht und das sehen sie halt als eigentlichen Sinn Gaias. Deswegen sehen sie es halt als Sonnenseite Gaias, das ist sich selbst zu lieben und mit selbst damit glücklich zu werden. Und natürlich verdreht sich das mit der Zeit auch so ein bisschen, dass halt die Leute, die in der Organisation erfolgreich sind, sind diejenigen, die halt Macht aufbauen wollen. Und die suchen halt generell nach alten Texten und Wissen über Werwölfe, Vampire oder auch alles andere, was in diesen übernatürlichen Dingen drin hat, um sich da halt irgendwie Sachen aufzubauen. Und seit kurzem entführen sie auch Blutsgeschwister, um die halt zu untersuchen. Und für sie, Sachen hin und her zu wissen, sie benutzen halt die Blutanalysefähigkeit, die sie sich als Ghule zum Teil verdient haben. Ich gebe da einfach mit, dass einer der Ghule da Thaumaturgie gelernt hat, auch wenn es vom Vampire-Lore halt nicht zu 100% passt, ist, dass ein Ghul das kann. Aber ich gehe davon, Hand aus, einfach, sie haben halt da einen Ghul, der
der für die Tremere arbeitet oder da eigentlich eng dazu gehört und kurz davor war, der erzeugt zu werden, den haben sie halt gecached und wieder rausbekommen. Und seitdem bei sich gegangen hat und nutzt dessen Fähigkeiten zur Analyse, weil der so ein bisschen was da mitbekommen hat, einfach um das halt so ein bisschen fluff-technisch cool zu umpacken. Und darin gibt es aktuell drei große Vertreter, die also die drei ersten Widersacher sind, mit denen sie sich halt im Endeffekt hier überwinden müssen in London. Das eine ist der Ordenmeister, Giltrex, das Sonnengesicht. Das ist ein Blutsgeschwister. Ich habe noch nicht festgelegt, aus von welchem Stamm, aber bisher handhabe ich es so als irgendwas aus dem Bereich hier. Das muss ja, also man muss ja auch in der Blutlinie zurückwirken, hat nicht zu 100%, also da können ja verschiedene Stämme schon mal drin gewirkt haben, so gesehen. Und der ist halt er ist ein begeisterter Großwildjäger und sieht halt die Werwölfe als interessantes Ding, aber will sich machttechnisch darüber schwingen. Und er will halt auch durchaus Werwölfe jagen, weil er sich selbst als erleuchtet und besser sieht und als von Gaia gesegnet. Und das ist also dieser klassische Muhaha, ich bin mächtig und ich jage sogar Werwölfe-Level. Und als Großwildjäger steht man ihm auch die Kompetenz zu, im Sinne von, er kann halt schießen, mit Waffen umgehen, weiß, dass Silbermunition gegen Werwölfe funktioniert und wird halt mehr Gefolgsleute haben, die halt auch durchaus im Kampf gut sind, so dass es halt so ein klassisches, damit kann man eine große Keilerei starten, Situation wird. Dann gibt es die federführende Forscherin für die Susan Liam, die ist eine Ghoulin, die sich mittlerweile eine Malkavianerin, ja, eigentlich von der Camarilla stammende Malkavianerin namens Schwester Agnes, eine Nonne. Die hält sie sich gefangen und ernährt sich von der, füttert die natürlich auch ab und an durch andere Menschen, aber hat die halt als Ghoulin eigentlich unter Kontrolle und wieder hat er halt die Augen ausgeschnitten und zugenäht und das beeinflusst, das ist halt eigentlich schon ein bisschen sehr creepy und macht das halt so ein bisschen inspiriert von den Dracula-Stories in Vampire, der auch eigentlich als Ghoul angefangen hat, assi Dinge zu machen und sich Tschimiske gehalten hat, um deren Blut seine Armee zu verstärken. Und das macht sie halt auch und ist halt die aktuelle federführende Forscherin, hat einen Anhänger namens Davy Jones. Und die hat jetzt die Blutsgeschwister entführen lassen und analysiert die. Die hat auch den Ghoul in der Hinterhand, der Thaumaturgie kann. Und ist wahrscheinlich die Widersacherin von denen, auf die sie jetzt als erstes treffen werden. Denn der Davy Jones war dabei, bei der Entführung der beiden Blutsgeschwister. Da auf die Storykette gehen wir gleich noch ein bisschen ein, aber erstmal den Rest hier vorstellen. Das dritte Boot ist nämlich ein Mr. Thomas Smith. Thomas Smith ist ein Dämon. Da habe ich mich der Demon Lore bedient, weil das eigentlich ziemlich cool ist und die Spieler selbst das auch nur ein paar Mal gespielt haben, sich da nicht viel mit auskennen. Das heißt, da kann ich coole Dinge drauf werfen und die Spieler die kennenlernen und genießen. Und eigentlich war Thomas jemand, der sich gerade in einem Blutsritual für den Kult geopfert hat. Die haben ein mächtiges Ritual gemacht, haben da Dinge reininterpretiert und getan und im Endeffekt hat er sich geopfert, um dem Kult Einsicht und Erleuchtung zu bringen und hat sich dafür halt die Kehle aufgeschlitzt und in dem Moment fuhr der Dämon in ihn rein, weil er ist halt in dem Moment gestorben ist und hat die Kontrolle über ihn übernommen und festgestellt, so okay, das macht eine super spannende Sache. Dieser Dämon ist nämlich einfach super machtgierig und hasserfüllt und hat halt aber diese Hasskonzentration auf sich selbst, weil die Teufel, halt, von dem wo sie herkommen, halt früher eigentlich schon so ein bisschen dieses Anführerziel an und er hasst halt sich selbst sehr dafür, dass er die Welt nicht zu einem guten Ort machen kann, dass der Krieg damals nicht funktioniert hat, sie die Menschen nicht erfolgreich zur Erlösung und zur Einsicht bringen konnten, zum freien Willen. Das war das, was die Dämonen viel gemacht haben, das selbstständig Denken ermöglichen wollen und dahinter dieses Konzept von, wir haben ihnen das Feuer gegeben als Werkzeug, um sich selbst was machen zu können. Dafür hasst er halt sich selbst. Andererseits hat er auf einmal diese menschlichen Gefühle von Liebe für alle, die einem nahestehen. So, das ist eine sehr interessante Durchmischung für ihn. Und gleichzeitig aber auch diesen Gedankengang des Thomas Smith, der Mensch, der er vorher war, der halt durchaus auch machtgierig war, der aber bereit war, sich aufzuopfern für den Kult, was halt Gefühle sind, die den Dämon natürlich erstmal wild durcheinander würfeln. Das macht macht es für ihn aber auch interessant. Und er nutzt das Ganze halt in der Situation mit dem Wissen, den er hat, um sich selbst halt jetzt in dem Orden als etwas aufzubauen, dafür zu sorgen, dass er sich hocharbeitet, sammelt sich gerade eine Anhängerschaft, wird halt sehr stark dieser Kulttyp sein, der halt eine Masse an dummen Leuten hat, die ihm hinterherrennen, während der Ordensmeister Giltrex ihn halt als, der ist halt sehr stark mit Elite-Anhängern, nenne ich sie jetzt mal, so Leuten, die ja durchaus kompetent sind, um sich schart, als mächtige Kämpfer, so klassische Großwildjägergruppe, die halt loszieht, ist der Thomas Smith jemand, der so eine Masse an dummen Leuten hat, die ihm hinterherrennen. Und gleichzeitig will Giltrex ihn loswerden, weil er sieht halt, dass da gerade jemand aufsteigt und seine Machtposition bedroht. Während er halt auch noch nicht so, ich weiß, was ein Dämon ist, damit zu tun hat. Also es schafft halt,
in der Fraktion Zwist, sodass ich halt reinwerfen kann, dass zum Beispiel, wenn sie halt jetzt dazu kommt, Thomas Mist zum Beispiel irgendwann hochzunehmen, sich den anbieten kann, ihnen dabei zu helfen. Und sagen kann, hier, ich unterstütze euch damit Informationen, weil das für mich einen Vorteil hat. Und ihr mögt mich dann heute hoffentlich oder so. Also da kann ich halt damit arbeiten, die Fraktion auch intern ein bisschen gegeneinander arbeiten zu lassen. Und dann wird es wichtig, denn das wird nämlich an ein paar Stellen auftauchen, das muss ich noch vorbereiten als Handout, ein Logo, im Endeffekt dieses klassische, eine Sonne, der hat ja diese leicht geschwungenen Zacken nach außen, wenn man das stilisiert darstellt, und deren Logo ist halt eine Sonne mit diesen Sonnenstrahlen nach innen, um halt diese Fokussierung auf sich selbst darzustellen. Das muss ich gleich noch als Zeichnung vorbereiten, das wird hier noch reinkommen. Ansonsten taucht es an ein paar Stellen auf, denn die neu ankommende Werwölfin wird einen Brief haben von genau diesem Orden, wo das Logo mit drauf ist, weil die sie ja durchaus anwerfen wollen. Hey, Blutsgeschwister könnten Dinge wissen und hat halt Geld über ihre Familie und so. Das ist halt eine interessante Kombination. Und schicken ihr einen sehr kryptischen Brief, um sie hierhin einzuladen und damit zu sorgen, dass quasi ihr zu sagen, hey, wenn du uns findest und gut bist, kommst du hierhin. Und ein guter Teil von denen sitzt in den, nicht in den Docklands, wo hab ich nicht gesetzt. Wo war denn das? Das muss ich gerade überlegen, weil ich hatte irgendwo reingeschrieben, wo die hier unterwegs sind. Wo habe ich das reingepackt? Oder ist mir da ein Handout verloren gegangen? Scheint ein Handout verloren zu sein oder auch nicht da drin zu sein. Jetzt bin ich nur hier drin. Genau, da sitzt nämlich die Zusammensetzung. Die werden ihre Forschungsanlagen in Camden Town haben. Das ist hier. Und die Docklands sind hier drin, weil da Pentex-Einrichtungen drin sind. Das habe ich hier auch noch nicht drin stehen. Das muss ich nur ganz dringend mit reinschreiben. Weil keine gute Stadt funktioniert ohne Pentex. Das andere ist, dass hier ein Rokea unterwegs ist, namens Ortok, der ein bisschen sehr unter Verstrahlung momentan leidet, so vom Grundidee her, und der die Themse reingeschwommen ist und jetzt die Docklands wollt viel Kanal noch mit drin ist und der Bogen hier ist eine gute Grundlage, um von da aus halt zu jagen. Das heißt, das kann halt eine der Plothooks werden, dass die Spieler halt irgendwo auf diesen Rokea treffen. Verknüpfung von Dingen, genau. Aber erstmal machen wir erstmal die Fraktion weiter, jetzt habe ich ein bisschen was. Es gibt, und da habe ich einfach Tabellen ausgewürfelt für, was gibt es eigentlich noch an coolen Fraktionsideen. Und eine davon war eine Fraktion, die halt super viel mit Wissen arbeitet, aber das Ziel hat, Wissen einfach nur zu verbreiten, allen zur Verfügung zu machen, und, aber nicht auf so ein Level von, wir zeigen alles der breiten Masse und jeder sollte es lesen, weil man weiß ja, das wollen die Leute nicht. Keiner hat den Bock, 1000 Verschwörungstheorien zu lesen, sondern die halt einfach super viel Spaß dran haben, Informationen in so einem Netz aus coolen, geheimen Leuten weiter zu verbreiten. Das ist halt so eigentlich und die halt Gerüchte lieben. Deren Konzept ist dann halt so eine recht lose Verknüpfung, wo man halt auch die wahren Namen der Leute nicht kennt, sondern halt sich absurde Decknamen gibt und dann halt Sachen weiterverbreitet. Eins der Mitglieder, die halt hier relevant werden, die jetzt anknüpfungsfähig werden, ist Keegan Aswin, der den Spitznamen hat, der Tyrann des gefrorenen Grabes, der halt als Kontakt auftauchen soll für die Leute, für die Spieler, um den Informationen zur Verfügung, einfach um den bizarren Gerüchte zu schicken und teilweise halt auch Informationen, wo Wahrheit drin ist. Und der wird nämlich dem Get of Fenris eine Nachricht schicken, weil er hat von einem der Get of Fenris dort, den habe ich entschieden, damit reinzuziehen. Das können wir da auch noch fix mit vermerken, bevor ich es hinter vergesse. Wo habe ich sie denn? Zapfen Dreaming Spire, nämlich der dieser hier. Den nehmen wir hier mal fix mit rüber in meine Aufnahme. Der hat nämlich auch einen Spitznamen mittlerweile bekommen, den wir hier in der Nachricht haben. Hier kriegen wir, der Spieler wird das feiern, da bin ich mir sicher. Und zwar ist das die Klinge aus dem ewigen Eis, weil als Anlehnung an seinen Namen, den er auch als Werwolf hat. Und der kriegt halt im Endeffekt eine Story, dass der ihm seine Nummer gegeben hat, weil er halt weiß, dass der Tyrann des vorhin Grabes Spezialist für London ist. Der sitzt halt irgendwo hier in London in seiner kleinen Wohnung und verbreitet Verschwörungstheorien. Und er schreibt ihn halt jetzt an mit, hier, wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Auch ein paar lustige Hashtags dahinter, um das Ganze halt modern und hip wirken zu lassen. Und der Spieler wird total Paranoia bekommen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, weil der absolut nicht einschätzt. Also der wird halt ein bisschen von da fuck, warum meldet sich jemand so bei mir? Das wird, glaube ich, ziemlich witzig. Und die soll halt einfach nur da sein, um Informationen zu streuen und ab und an auch mal nach Sachen wieder zu fragen bei der Gruppe und halt einfach so für so ein generelles Level von Verwirrung, wie man damit umgeht, zu erschaffen. Und vielleicht werden sie dem irgendwann mal hinterherrennen, aber ich vermute, es wird halt mehr zu humoristischen Szenen führen, weil ich wieder denke so, boah,
Kriegen wir dann gerade eine dumme Info oder warum zur Hölle fragt er sowas bei uns an? Könnte also witzig werden. Dann gibt es die Umbra Conti. Dann, auch die habe ich ausgewürfelt, tatsächlich auch mit genau dem Namen aus einem coolen Random D100-Tabelle, die ich mir gefunden habe. Das ist eine Organisation aus Afrika und dem Nahen Osten, die aus Magiern, da steht die Prinzipien von der Tradition, kommen aber nicht mehr so eng mit denen verbündet sind. Also zum Beispiel Albertini werden da mit drin sein. Und die haben ein gewisses Maß an Nähe zur Technokratie, weil die Technokratie da halt rein will, widersetzen sich dem aber noch und die untersuchen sehr stark nach Magie, um Artefakte herzustellen. Deswegen haben sie doch so ein gewisses Maß an Nähe zu den, zu den Technokratie, weil die ja auch durchaus Maschinen baut als Erklärung für Magie und die sind halt mehr auf so einer Artefaktebene und durchmischen das und deren Ziel wird es sein, die mit den Werwölfen in Kontakt zu kommen, um über deren Talismane zu lernen. Das ist halt auch noch so ein bisschen so eine Zukunftssache, die haben halt eine Vertreterin, Alea Aisha, die von den Albertini eigentlich kommt, oder so von der Idee her, so einem arabischen Hintergrund, mit die halt als Kontaktperson für die auftreten kann. Denn da sammeln sich dann die Plothooks, da haben wir dann das große Sammelsurium, das meiste von dem, was ich zwischendurch erzählt habe, zusammenkommt. Die Umbra Conti wird sie halt kontaktieren, um halt irgendwie von denen Sachen rauszubekommen, über die Werwölfe, die wir natürlich nicht rausgeben werden wollen. Die Technokratie kann halt zu irgendeinem Zeitpunkt von den Spielern erfahren, dann wird sich die New World Order, wird halt Leute, Agenten hinschicken und es gibt eine Professor Dr. Bloomberg von Alteration X, die können wir halt auch fix noch in die andere Sachen so. Da merkt man, wie gut koordiniert meine Sachen hier tatsächlich sind. Ich habe das meiste in irgendeiner Stelle festgehalten, wo ich weiß, ich arbeite damit und in anderen Sachen nicht mit eingetragen, weil braucht man nicht so dringend. Die auf sie aufmerksam wird und sie dann halt gefangen nehmen und untersuchen und daran forschen möchte. So klassische Technokratie-Dinge. Und dann haben wir hier die ganze Story zu dem Orden, zu den Susan Leon, die halt, da kommt euch der, da ist halt der Punkt festgehalten von, die beiden Blutsgeschwister wollten sich mit einer Cousine namens Mandy treffen, die hat sie halt vorher kontaktiert, wir so, hey, lange nicht gesehen, babababab, waren sich doch ein bisschen sehr, sehr unsicher, wer diese Mandy halt nicht ist, aber die war halt recht überzeugt und sagt so, hey, lass doch mal abends hier Piccadilly Institute, lass doch mal zusammengehen, feiern, so, da sind sie halt deswegen hin, waren halt vorher bei Silbertänzer, der hat das mitbekommen, den Angriffspunkt haben sie ja und der weiß halt, dass sie da hin sind. Ja, wo halt dann die Verknüpfung ist, dass die Tori da mit drin sitzt. Die weiß auch prinzipiell, dass es Ghule gibt in Soho, die da ihr Unwesen treiben. Deswegen hat sie halt auch durchaus Antrieb, die Spieler da zu unterstützen. Also dieses Punkt, es ist nicht nur so, ich schenke dir nette Informationen, sondern vielleicht wird das für sie auch mal von vorteilhaft, wenn die da was machen. Und sie, wenn sie sich mit der Knochenbeißerin gut stellt, hat sie eine Chance, darauf weiter Kontakt zu halten und dann die Infos auch zu bekommen. Und der weiterführende Punkt ist, was halt im Hintergrund passiert ist, was die Spieler jetzt halt weiterfinden müssen, ist, dass die beiden Blutsgeschwister in der Discord erstmal entführt wurden und in eine Wohnung in Camden Town gebracht wurden. Diese gehört ihrem Anhänger Davy Jones. Und der hat sie da im Keller erstmal sediert und schon mal so ein paar grundlegende Oberflächenuntersuchungen gemacht, bevor sie dann in ihr Privatlabor weiterbringen kann, wo sie dann untersucht werden sollen. Da können die Spieler halt prinzipiell dann hinkommen. Und ansonsten finde weiter Sachen, das Koyote spielt mit den Leuten, um ihn weiter zu verstehen. Das ist übrigens so ein klassisches Thema. Dann haben sie den Rokea-Anknüpfpunkt, dass in der Themse halt Leichen auftauchen, die halt angefressen sind und man halt mit recht leichter Untersuchung halt feststellen wird, dass es Haispuren sind, was für Verwirrung sorgen wird und dafür sorgt, dass man es untersucht. Und prinzipiell habe ich noch geplant, die für die Turgin sollen ein Waschbärgeist irgendwann auftauchen, mit dem sie zu tun hat. Einfach deswegen, weil dann halt auch für die Spieler entsteht, da die Turgin ansonsten halt durchaus auch ein bisschen untergehen kann in der Gruppenkonstellation. Und ich weiß, dass die Spielerin viel Spaß dran haben wird, einen knuffigen kleinen Waschbärgeist zu finden. Da kann ich lustige kleine Gimmicks noch mit einbauen. Und dann hat sie da halt Geister, mit denen sie zu tun hat, um halt so dieses klassische Theurgenspiel damit machen zu können. Hat mit Geistern zu tun, findet Dinge heraus, etc. pp. Und der letzte Anknüpfpunkt wird noch, der hier noch nicht mit drin steht, weil er in meinem Kopf fest verankert ist, dafür muss ich nämlich noch dieses Symbol einarbeiten. Die Spieler werden Hazel, die Knochenbeißer mit einer Nachricht bekommen. Übrigens, nur mal hier frei erfunden, bevor irgendjemand das ausprobieren will. Ich habe keine Ahnung, wo die landet. Ich habe einfach Zahlen eingegeben. Wird eine SMS bekommen von einem Obdachlosen, mit dem sie halt auf dem Weg dahin oder in dem Umhören der Ecke zu tun hat. Die hat halt mit vielen von ihr gequatscht, um davon was herauszufinden. Dass sich halt ein großer, bulliger Typ nachher umgehört hat, der für dieses Piccadilly Institute arbeitet und hat erzählt, dass seine Chefin hat ihn losgeschickt, weil sie hat auch noch was gefunden und das soll er ihr geben, war deswegen schon ein bisschen panisch, weil sie nicht gefunden hat. Und kriegt darüber seine Nummer und das wird nämlich, die Story dahinter ist, dass die haben in der Disco, hat sie sich danach halt auch ein paar Sachen überlegt, so hier, wie, nachdem wir die Bilder gefunden haben, was kann man machen und haben festgestellt, dass sie einen
Also, dass ich halt die Fundsachen durchgegangen sind und darin haben sie ein paar Sachen gefunden und der Ding halt geguckt und haben festgestellt, dass da ein Portemonnaie dabei war und zwar das Portemonnaie von Davy Jones. Das hat er halt während der ganzen Aktion der Disco verloren. Da drin ist zumindest sagen wir, eine Studentenkarte oder so etwas, wo zwar keine Adresse mit draufsteht, aber sein Gesicht, wodurch sie ihn wiedererkennen konnte und halt sein Name und dass er hier für die oder so ein Einstellungs. Ich bin noch nicht ganz sicher, wo ich die Karte zuordne, damit es nicht zu offensichtlich wird, was es ist, aber im Endeffekt soll halt einfach nur da sein. Es gibt ein Gesicht von ihm, weswegen sie ihn erkennen konnte und seinen Namen und vielleicht noch ein paar ein bisschen Geldscheine, die mit drin waren, aber keine Adresse. Aber auf der Außenseite ist in das Leder eingearbeitet auch wieder das Logo des Ordens, sodass sie dieses Logo daran halt wiedererkennen können und das in Verbindung bringen können mit dem Brief, mit dem die neue Person ankommt, die neue Werwölfin, und dann halt prinzipiell in der Stadt nach ihm suchen können. Da dürfen sie halt gerne, das darf halt gerne ein bisschen Schnitzeljagd werden, dann müssen sie sich halt ein bisschen anstrengen, den zu finden. Aber damit können sie halt verknüpfen und für sich feststellen, dass die neue Person wichtig wird, weil sie damit irgendwie zu tun hat und gleichzeitig haben sie halt auch noch wieder so ein bisschen den Anknüpfpunkt, weil die Schwierigkeit nach dem letzten Abend ist halt so, wie ich sie da rausgehen lassen bei der Vampirin, wissen sie zwar jetzt, dass die entführt wurden und auch wie die Leute aussehen, die sie entführt haben, haben aber keine Ahnung, wo sie nach denen suchen müssen. Oder keinerlei Namen oder Hinweise, was dazu untersucht ist, außer sie haben halt ein paar Bilder in der Hand. Das macht Forschen halt echt ein bisschen schwierig. Deswegen will ich ihnen halt zumindest noch den Namen an die Hand geben, damit sie etwas haben, wonach sie suchen können. Und gleichzeitig will ich ihnen halt auch schon mal das Logo in die Hand geben, dass sie damit auch schon diesen Anknüpfpunkt haben. Und dann bin ich gespannt, was daraus wird, wie sie da hinterherkommen. Das Ziel für den Abend wird, dass sie damit zu tun haben, dass sie das halt irgendwie untersuchen und am Optimalfall am Ende des Abends die tatsächlich auch schon finden, weil ja das Kampagnenziel ist nicht, es soll super viele Abende werden, sondern die sollen halt schon so 3 bis 5 hatte ich angepeilt und da sollen sie halt diesen Orden hochnehmen. Das heißt, theoretisch gesehen muss an jedem Abend einer der Ordenschefs erwischt werden und in dem Fall sollen sie halt die Forscherin erwischen. Und sollen dann aber halt auch dabei halt auch in den Unterlagen feststellen, dass es da noch mehr gibt, diesen Namen vielleicht schon mal erfahren und herausfinden, dass es da halt durchaus noch andere gibt, die aktiv sind und dann halt daraus den Antrieb entwickeln von, okay, wir müssen die ja noch weiter untersuchen und den Rest davon finden. Sie sollen dem Abend auch die Nachricht für den Gerd of Fenris bekommen, mit diesem, mit den Informationssuchern, den Freunden in der Dunkelheit, einfach um da ein bisschen so Dinge reinzuwerfen, die das Ganze halt auch in eine andere Richtung bringen können, dass einfach ein bisschen. Dass sie halt mitbekommen, es sind halt aus verschiedenen Richtungen Leute aktiv und interessiert und Dinge passieren und sie sich halt so, sind halt so ein bisschen in der Mitte und müssen ihren Weg darin durchsuchen und können sich halt überlegen, wo sie mit wem zu tun haben wollen. Vielleicht wird die Vampirin noch mehr mit ihnen zu tun haben, sie da was erfahren. Vielleicht arbeiten sie mit den anderen Werwölfen hier mehr zusammen. Vielleicht finden sie den Rokea noch, das hat auch so ein bisschen so, das kann dann von reinkommen. Den kann ich dann halt, je nachdem, wie sie vorankommen, nutzen als Verknüpfungspunkt, damit der Großwildjäger hinter dem her ist. Weil der wird solche Spuren sicherlich auch erfahren und sich denken, oh geil, Jagddinge. Und mit dem Dämon muss ich noch ein bisschen schauen, wie genau ich sie darauf hinweise oder so. Das muss man halt so ein bisschen schauen, wie es sich entwickelt, wo die Informationen sind und wie quasi, wo die Spieler sich lang bewegen und wo dann Punkte aufploppen, die für sie relevant sind. Ja, so viel an Planung dafür. Wenn ihr es interessant findet, stellt mir gerne Fragen in den Kommentaren dazu. Ich werde nach dem Spielabend vor dem nächsten wohl die nächste Sache aufnehmen und einfach ein bisschen dann zu berichten, wie es weitergeht und wie ich als Spielleiter damit umgehe, wie ich da quasi den Storyfluss aufbaue. Und ja, damit sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's.